Zu Beginn der neuen Handelswoche kommt Gegenwind aus Asien. Jetzt haben sich die westlichen Märkte bisher gesagt, was kümmert uns Asien, damit haben wir nichts zu tun. Kleine Parallele zu Anfang 2020, aber es hat was mit uns zu tun. Erstens, weil die Wirtschaft sich in Asien abschwächen wird durch diese Corona-Welle, die in Asien ja viel stärker ist als bisher in 2020. Das ist der erste Punkt. Und wenn sich die Wirtschaft abschwächt, gleichzeitig hier Firmen schließen, Quarantänemaßnahmen ergriffen werden, dann werden diese ganzen Lieferkettenprobleme, die wir haben, sich weiter verschärfen. Und wenn sich Lieferkettenprobleme verschärfen, bedeutet das weiter dauerhaft hohe Preise, denn alle wollen das geringe Angebot haben, das sorgt für Preissteigerungen und das würde bedeuten, dass die Inflation doch nicht transitory, doch nicht vorübergehend ist. Dementsprechend müssen die Notenbanken agieren, reagieren, selbst wenn auch hierzulande das Wirtschaftswachstum nicht toll ist, aber eben die Preise nach oben schießen. Das ist so ein bisschen der Zusammenhang, der sich hier abzeichnet, auf den die westlichen Aktienmärkte allerdings überhaupt noch nicht reagiert haben, weil sie eben sagen, ja, wir leben doch in der besten aller Welten, die preisen wir ein, Corona vorbei. Und die Zahlen der Unternehmen, die waren doch richtig gut, nicht wahr? Und so ist eben zu erklären, dass der DAX ein neues Allzeithoch erreicht hat, dass der S&P 500 gefühlte 347 Mal schon in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht hat. Aber schauen wir uns die Dinge zunächst mal an. Wir hatten Konjunkturdaten aus China, für jeden was dabei. Industrieproduktion nur plus 6,4% statt der 7,8% erwartet. Auch die Retail Sales, die Einzelhandelsumsätze 8,5% statt 10,9% erwartet. Und der Fixed Investment, also Anlageinvestitionen, auch schwächer als erwartet. Das kommt jetzt nicht aus heiterem Himmel, das hat sich angekündigt. Das ist an sich keine Überraschung. Zumal ja auch schon aus China Stimmen kamen, die gesagt haben, ja, wir müssen jetzt versuchen, das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln. Genau das macht der China, indem man eben weiter zum Beispiel Kohlekraftwerke wieder aktiviert, etc. etc. Sehr zur Freude derjenigen, die sagen, wir müssen hier uns komplett umstellen, aber die Chinesen tun das nicht und dadurch verpuffen unsere Anstrengungen, so unschön die ganze Geschichte ist. Jedenfalls geht China derzeit jetzt den Weg, okay, wir haben eine Abschwächung, also müssen wir irgendwie versuchen, dagegen zu steuern, denn die Legitimität der Kommunistischen Partei hängt am Wirtschaftserfolg. Wenn der weg ist, ist auch die Legitimität weg. Und wir sehen in Asien weiter. Zweiter Gegenwindfaktor aus Asien ist Japan, wo die Zahlen auch weiter steigen mit Corona, vor allem jetzt drei Tage über 20.000 Fälle, vor allem auch die schwereren Verläufe in den Krankenhäusern mit einem neuen Rekord und der Nikkei eben dann auch nicht wirklich erfreut mit einem Verlust von knapp 2%. Das sorgte zunächst mal für etwas Gegenwind. Aber wir haben auch in den USA jetzt die Situation, dass über 10% aller Krankenhauspatienten jetzt schon Corona-Patienten sind. Das ist jetzt der dritthöchste Wert bisher in dieser ganzen Corona-Geschichte. Die Grafik geht steil nach oben. Wir haben uns verfünffacht innerhalb sehr kurzer Zeit. Das ist natürlich schon ein gewisser Trend. Und all das hat dazu geführt, nämlich diese Corona-Welle, dass die Anleihemärkte reagieren. Hier sehen wir niedrigere Anleiherenditen. Wir sehen also eine Art Flucht in die Sicherheit der Staatsanleihen. Das war aber keine Flucht aus Aktien, zumindest nicht aus den Aktienindizes. Wir sehen unter der Oberfläche durchaus sehr starke Defensivmanöver, die hier stattfinden. Aber schauen wir uns mal hier etwa dann die Amerikaner an, die in der Umfrage der Uni Michigan am Freitag ja dermaßen negativ gestimmt waren. Das ist so stark eingebrochen wie noch nie in Relation zur Erwartung, seit es die Daten gibt, nämlich seit 1999. Und oben sehen wir einen Chart Verbraucherstimmung mit S&P 500. Die Verbraucherstimmung ist erstmal weggekippt aus zwei Gründen, weil die Leute sagen, Corona ist doch nicht vorbei, das hatten wir uns anders vorgestellt. Nur knapp ein Drittel erwartet, dass die Wirtschaft sich verbessert, der Rest nicht. Und wir sehen auf der anderen Seite eben, dass die Leute sagen, hey, die Preise sind zu stark gestiegen. Das sorgt für Pessimismus, also Inflation und Corona. So könnte man das Ganze zusammenfassen. Und wir sehen auf der anderen Seite, wie Goldman Sachs hier in einer Analyse
vom Wochenende gezeigt hat, dass die Institutionellen sich jetzt ein bisschen verabschiedet haben aus dem Markt. Institutional Positioning has decreased, while Retail Positioning has massively increased. Also die Privatkunden, die haben massiv dazugekauft, die Institutionellen haben ihre Investitionen ein bisschen zurückgefahren, haben Chips vom Tisch genommen und wir sehen hier diese All-Time-Highs, 43 neue Allzeithochs, die wir jetzt gemacht haben. Buffett Indicator, also globale Marktkapitalisierung zum globalen BIP, jetzt auf schwindelerregenden Höhen bei 139%, alles über 100%. Ist die Blase, wie einst Warren Buffett gesagt hat, aber diesmal ist alles anders, meine Damen und Herren. Diesmal können Aktienmärkte nur steigen, das wissen wir doch und das tun sie. Wir haben jetzt 193 Tage keine Korrektur. Korrektur definiert als ein Rückgang von mindestens 5%. Wir sehen hier ganz rechts in dieser Grafik 193 Tage, das ging auch schon länger, das höchste waren um und bei 400 Tage, also es könnte 200 Tage noch so weitergehen, weil Aktienmärkte immer steigen und das liegt auch daran, dass immer mehr Geld in ETF fließt. Wir sehen jetzt über 9 Billionen Dollar sind dort investiert, das ist vielleicht die Erfolgsgeschichte im Finanzbereich, sind diese ETFs, aber insgesamt sehen wir, in Equity Funds sind Summen geflossen in 2021 wie noch nie, also es sind sehr, sehr viele hier dabei. Und unten sehen Sie eine Grafik, die das Optionsvolumen in Relation zum Aktienvolumen zeigt und da sind wir bei 140%, also Optionen haben einen immer größeren Einfluss auf die Aktienmärkte. In dieser Woche ja kleiner Verfall am Freitag, das könnte von Bedeutung sein. Und hier vielleicht eine wichtige Anmerkung, wir hatten gestern vor 50 Jahren wurde das Bretton Woods Abkommen aus 1944 durch Richard Nixon, durch eine Fernsehansprache außer Kraft gesetzt, also die Verankerung des Dollars als, oder die, der Dollar als Anker des globalen Weltfinanzsystems, der dann wiederum durch Gold gedeckt ist, das hat Nixon aufgehoben, damals Vietnam. Heute haben wir Afghanistan für die Amerikaner, dazu gleich mehr. Hier sagt Daniel Stelter, genau 50 Jahre nach dem Nixon-Schock stehen wir, verfolgen übermäßige Verschuldung, instabiles Finanzsystem, zunehmende Ungleichheit. Da hat der gute Mann einen Punkt. Wir sehen diese Ungleichheit und das, was letztendlich dieses Finanzsystem geschaffen hat. Wir sehen die Wall Street und wir sehen Global Liquidity. Das heißt, alles, was zählt, ist nur noch Liquidität. Die Main Street, das ist zum Beispiel hier die Labor Force Participation, also diejenigen, die überhaupt noch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, die also noch Hoffnung haben. Das hat so ein bisschen ausgetoppt, das hat sich weit weniger erholt als eben die Aktienmärkte, beziehungsweise die Aktienmärkte haben sich ja nicht erholt, die sind ja durch die Decke geschossen. Und jetzt kommt auf der einen Seite ein Daniel Stelter, der sagt, wir brauchen eine Reform. Die ist aber sicherlich nicht so gemeint, dass wir mehr staatliche Eingriffe brauchen. Genau das fordert Marcello Fraccherino, Marcel Fratscher, der sagt, wir brauchen eine neue Ordnungspolitik, bei der der Staat sich stärker in Marktprozesse einmischt. Ich habe das Gefühl, dass sich Notenbanken und Staaten ohnehin schon viel zu viel in Marktprozesse einmischen, weswegen wir keine echten Märkte mehr haben. Genau das ist doch das Problem, indem wir die Zinsen abschaffen, schaffen wir die Möglichkeit ab, Risiken adäquat zu bepreisen. Dementsprechend sind die Märkte außer Kraft gesetzt. Angebot, Nachfrage, Risikoabschätzungen. Genau das ist das Riesenproblem. Und der Marcello, der will jetzt mehr in diese Märkte eingreifen, die ohnehin schon total manipuliert sind und die ohnehin das Problem sind, indem wir eben nicht mehr Märkte haben, die Signale geben. Das soll unter Fratscher, wenn er denn drankommt, und das würde der Fall sein, wenn die SPD unter Scholz hier eine realistische Option hat und die liegen jetzt nach neuesten Umfragen vor den Grünen, also nicht völlig undenkbar, dass Scholz wirklich Kanzler wird und dann dürfte auch Marcello seine Rolle finden, vielleicht als Wirtschaftsminister, oh Gott, jedenfalls ist das zu fürchten, dass hier der Trend geht weiterhin zu mehr Eingriffen in die Märkte durch den Staat. Vielleicht noch abschließend auch mal die Relation nochmal gerade zurück, DAX 16.000, ja, letzte Woche ein neues Allzeithoch, damit hatte der deutsche Leitindex jetzt eine Marktkapitalisierung von 1,7 Billionen. Das ist um und bei so viel wie Amazon, aber deutlich weniger als Apple. Die haben 2,46 Billionen, Microsoft 2,2 Billionen. Also
Die viertgrößte Volkswirtschaft hat einen sehr, sehr kleinen Aktienmarkt. Das zeigt diese Dominanz, die hier der Fall ist mit der Wall Street. Das wird ein Thema, meine Damen und Herren, am Donnerstag mit Markus Koch. Weltmacht Wall Street, so werden wir diskutieren, ob das gerechtfertigt ist, was da dahinter steht. Und hier nochmal das, was ich meinte mit Bretton Woods. Aufhebung von Bretton Woods 1971 im Gefolge des Vietnamkrieges. Jetzt haben die Amerikaner praktisch den Afghanistan-Krieg verloren. Trump hatte den Rückzug angeordnet, Biden hat ihn fortgesetzt. Aber all das ist so schlecht und so, naja, wie soll man sagen, schlampig gemacht. Jetzt ist man derartig überrascht von dem schnellen Vormarsch der Taliban und jetzt faktisch der Machtübernahme der Taliban, dass das alles schon sehr starke Züge hat. Von Saigon 1971, als auch die Leute, oder in den 70er, frühen 70er Jahren, als auch die Leute versucht haben, noch mit den letzten Verkehrsmitteln, Hubschraubern etc. rauszukommen. Viel, viel Kritik in den USA an dieser, an diesem schlechten Management. Das könnte auch politische Konsequenzen haben. Neben der Situation, dass sich die Stimmung verschlechtert, gesehen im Verbrauchervertrauen Michigan, Corona-Geschichte, jetzt dieser erste außenpolitische herbe Rückschlag für die beiden Administrationen. Das könnte dann auch vielerlei Implikationen noch für die Märkte haben. Aber das wäre dann ein anderes Thema, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diese Woche. Es kommt Gegenwind aus Asien. Wie gesagt, es geht darum, dass die Wirtschaft in Asien sich abschwächen wird, dass unsere Wirtschaft sich möglicherweise abschwächen wird, dass dementsprechend dann die Erwartungen an zukünftige Gewinne der Unternehmen nicht mehr gerechtfertigt sind. Frage ist, was machen die Notenbanken? Ist das sogar gut, wenn jetzt die neue Corona-Welle kommt, weil eben die Notenbanken dann keinen Exit aus der ultra-ultralaxen Geldpolitik machen durch Tapering, begonnen mit Tapering? Oder ist es so, dass die Preise so weit steigen werden, dass ihnen gar nichts anderes mehr übrig bleibt? Das werden die spannenden Fragen sein. Die Märkte wären eigentlich reif für eine Korrektur. Mal sehen, ob sie kommt. Ich wünsche einen guten Start. Servus und ciao.